Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Und diese Kollegen da im Hintergrund, die sind mir suspekt, weil ich hatte beim letzten Mal ja schon gesagt, die wollen hier anscheinend voll den Wald pflanzen und es wird immer mehr, was die machen. Leute, hallo? Hallo? Entspannt euch mal, ne? Ist mal gut mit euren Wäldern. Da ist auch so ein... Vor allen Dingen, was soll das? Was wollen die hier für Pflänzchen? Für Bäume pflanzen? What the fuck, Alter? Also grundprinzipiell habe ich ja nichts dagegen, wenn ihr mir hier ein paar Bäume hinpflanzt. Aber sprich mal mit mir. Sag mal was. Äußer dich mal zu der ganzen Situation hier. Ja, genau. Lauf doch weg wie so ein Feigling. Okay. Ja, jetzt haben wir dieses wunderschöne kleine Ding hier fertig, wo wir alles einsortieren können, was wir immer so haben. Und da auch ein paar Dingensbummens hier, ne? Hier Schwupsenwupsens. Und hier haben wir jetzt auch genug Zeug, um... Jetzt können wir übrigens mal... Wir können übrigens mal gucken, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht gemacht. Und zwar kann man ja hier sehen, das gibt 4 volle Herzen, also 4 volle Essensbalken. Und deswegen essen wir jetzt noch nicht. Das würde jetzt keinen Sinn machen. Ich würde was in den Müll werfen, wenn ich jetzt essen würde. Deswegen warten wir jetzt noch ein bisschen und dann können wir uns auch gleich mal neue davon machen. Und was wir auf jeden Fall mal machen müssen, ist hier anfangen, den Weg zu verlängern. Und dafür, also zumindest schon mal bis hier oder so. Oder bis hier. Das könnten wir schon mal tun. Weil da soll ja dann irgendwann auch mal unser Haupthaus hin. Ja, ich möchte ja unser Hauptgebäude hier hin machen. Und dafür brauchen wir hier einen schönen kleinen Kiesweg, den ich natürlich irgendwie noch dekorieren werde. Aber jetzt erstmal so, ich sag mal, ich will erstmal die Grundarbeiten jetzt fertig kriegen. Und irgendwo hier in dem Bereich, wahrscheinlich werde ich das hier mit Erde auffüllen nochmal, soll ja dann unser Haupthaus auch hinkommen. Und es sollen ja Wege davon abgehen zu anderen Gebäuden und sonstiges. Also ich will ja so eine Art autarke kleine Stadt neben dem Dorf aufbauen. Und das nimmt viel Zeit in Anspruch, aber da haben wir ja Bock drauf. Deswegen haben wir ja alle zusammen Life in the Woods hier angefangen. Und ich werde einfach, wenn ich geschlafen habe, werde ich da schon mal anfangen, ein bisschen Kies abzubauen. Weil viel weiter als da werde ich vorerst eh nicht gehen, sondern mehr in die Richtung nach da hinten. Und dann können wir nämlich hier schon mal komplett das mit Erde auffüllen, so, und dann sieht das cool aus. Und wenn ich jetzt hier nämlich den ganzen Kies abbaue, dann komme ich hier an ein bisschen Kies und kann das wieder mit Erde auffüllen. Und dann sieht das gut aus. Und dann ist das schön, wir haben ein bisschen Kies, um unseren ersten Weg ein wenig zu verlängern. Aber Kies sollte auch nicht das Problem sein, weil Kies sollte überall herumliegen. Und deswegen bin ich da echt tiefenentspannt. Das und dann setzen wir hier nochmal an. So und dann setzen wir hier an und gehen hier so lang. Hä? Ja, so ab und zu hat der Aussetzer, das muss man leider mal so festhalten. Aber auch da kommen wir ja gut mit klar, ne? So, und dann haben wir nämlich hier, hallo Milo, hier das geschafft und das ist dann zu Ende. Und das wächst ja alles nach und dann wird das schön. Und wir können uns... Was ich auch machen wollte, ist... Weil mich das auf jeden Fall auch sehr... So, jetzt können wir übrigens mal ein Sandwich essen. Und jetzt werdet ihr sehen, dass es viel länger dauert, bis der das mal gegessen hat. Oh, nee, nicht das zweite direkt hinterher. Ja, haben wir noch so ein normales... Müssten wir noch ein normales Toastbrot haben, oder? Da? Ja, da. So, wenn wir nämlich jetzt noch ein Toastbrot essen, dann sollte das locker flockig reichen. Dann brauchen wir dann nicht so viel zu essen. So. Und jetzt ist halt der Sättigungsgrad sehr hoch. Und das ist sehr gut, weil das dauert jetzt sehr lange, bis
ja, ich wirklich wieder richtig Hunger bekomme. Und das ist natürlich richtig nice mal. Hallo? Kommst du her? Kommst her, bitte. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir hier einfach mal eine Spur aus. Blablups. So, machen wir es hier erstmal. Und da geht uns das, der Kies nämlich auch schon aus. Weil das einfach viel zu viel ist, was wir hier brauchen. Deswegen gehen wir mal da runter zum Wasser. Und dann hoffe ich, dass da... Das sieht aber eher nach einem Sandstrand aus, als nach Kies. Was jetzt nicht so cool ist. Da vorne ist ein bisschen Kies, aber auch jetzt nicht die unglaublichen Mengen. Und wir brauchen echt viel Kies. Obwohl, theoretisch ist wahrscheinlich doch... Genau, habe ich mir nämlich fast gedacht. Da drunter auch noch was. Und dann können wir einfach hier... Und so hinterher schlagen und dann müssen wir das nur irgendwie auffüllen. Machen wir am besten mit Erde oder so. Und dann ist gut. Dann machen wir das einfach so, das ist doch viel praktischer. Schub, 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 schub. Und dann können wir hinter uns mit Erde auffüllen. So, muss ja alles schön bleiben, ne? Nicht wahr? Hallo. So, und wenn das dann wieder grünlich wird, dann wird ja gut. Ihr wisst, ne, immer schön nach unten bauen, wenn ihr drauf steht. Das ist der Mega-Minecraft-Trick. Es gibt nichts Besseres. Hier muss ich nur gucken, ich habe keinen Bock, dass hier Wasser reinfließt. So, das geht hier auf jeden Fall. Klack, so. Nehmen wir uns mal noch ein bisschen was mit hier. Wir brauchen unglaubliche Mengen an Kies, weil wir ja hinterher auch, wir brauchen 1000 Wege noch und, ach, ich bräuchte so eine Kies-Vermehrfach-Blablups-Maschine, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Sowas könnte ich echt gut gebrauchen. Ich brauche mehr Kies. So viel mehr Kies. Warum? Achso, die Schaufel ist noch nicht kaputt. Noch können wir sie benutzen. Komm schon. So. Und jetzt müssen wir nämlich aufpassen, weil da läuft nämlich jetzt Wasser rein, wenn wir das uns schnappen. Komm schon. Schwupp. Und da ist aber noch mehr Kies. Wie viel haben wir denn? 45 müsste aber tatsächlich auch schon fast reichen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich sag mal so, ne? Besser ein Kies zu viel als zwei zu wenig. Ne, andersrum. Besser zwei Kies zu viel als eins zu wenig. Ich gehe mal hier noch so ein Stückchen rum. Vielleicht liegt ja hier noch irgendwo was. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo so eine dicke, fette... Da! Gucke mal. Das kann ich sogar ohne schlechtes Gewissen abbauen. Weil, wenn ich hier alles wegnehme und das Wasser sich gut verteilt, dann... Ja... Kann man das so lassen? Sieht das gar nicht so schlimm aus. Ich habe nicht zufällig einen Eimer dabei, ne? Ne. Aber der Stack sollte reichen. Firefly. Wow! Alter! Fliegt das Ding auf einmal los. So, jetzt gucken wir mal hier so vom Horizont aus, ne? Also ich finde ja, mein Haus sieht schöner aus als das von denen. Oder? Habe ich schon schöner gebaut. Ich habe ein Problem mit Optifine. Ich habe Dings auf... Alter! Voll der Grashüpfer. What the fuck? Jetzt ist aber gut, ey. Jetzt kommt zu den ganzen Grillen, kommen jetzt auch noch Grashüpfer dazu. Es wird ja immer schlimmer mit euch. Und ihr seid mir echt immer noch sehr suspekt. Ich habe das Gefühl, ihr vermehrt euch. Ich meine, ich weiß, es sind nur drei und es waren auch immer drei, aber... Trotzdem habe ich das Gefühl, sie vermehren sich. Genau, was ich mal eben machen wollte, was mich nämlich richtig nervt, ist, dass
Ich kann mal eben hier ein bisschen was loswerden. Ich werde das alles sortieren, ist versprochen. Habt ihr alle mein neues Sortierungssystem gesehen? Ich werde das alles nach und nach, wird das alles in ein großes System einsortiert. Aber da möchte ich mir halt irgendwie so einen Kellerraum oder sowas machen für. Aber das ist halt das Nächste jetzt. Als Nächstes ist tatsächlich geplant, jetzt uns erstmal um das Haupthaus zu kümmern, dass wir das bauen. Wirklich. Versprochen. Gut, jetzt brauche ich... Das habe ich nicht noch mehr Holz? Ist das alles an Holz, was ich jetzt hier habe? Ja, machen wir das jetzt doch mal mit dem Holz hier. Ich muss ja eh wieder Holz farmen gehen. So. 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 Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da rauskommen. 4 müsste reichen. Okay, und dann möchte ich das nämlich gerne hier so klack, klack, klack und klack, klack, klack. So möchte ich das haben. Und das werde ich übrigens alles auch im Dorf noch. Alter, jetzt ist aber mal gut, ne? Ist mein Zuhause. Entspann dich. Geh weg. Ihr könnt hier leben. Aber das ist, wir müssen das fair teilen. Und das hier ist meins. Ich habe ein Schwert und ich weiß, wie ich es einsetze. Brauchst mich gar nicht so doof anzugucken, no. Mann, no. Das hier mit diesen... Hallo? Sag mal, immer wenn ich mich umdrehe, oder was? Boah. Wie viel Leben hat der? Alter! Ne, jetzt reicht es. Ich kann den nicht hauen. Geh weg! Du sollst weggehen. Geh weg, hab ich gesagt. Geht doch! Ist mein Haus! Geh weg, hab ich gesagt! Alter! Freund, entspann dich! Oder es gibt richtig Palaver hier. Ich fackel dich nieder. Mann, du. Und da, da. Der geht die Stadt angreifen. Alter, ihr seid voll die Godzillas, ey. Geht ja gar nicht. Okay, das hier möchte ich übrigens auch in der Stadt machen. Also hier so, ne, und da vorne und so weiter und so fort. Das wird alles noch irgendwann mal richtig schön begradigt und berichtigt. Und da möchte ich tatsächlich auch irgendwann wieder Felder, die auch wachsen, anpflanzen und... Ach, was weiß ich nicht, was alles. Ich habe so viel vor, ich habe so viel vor. Ihr glaubt das gar nicht. Ich habe so einen Bock auf dieses Life in the Woods, das ist unglaublich. Und auf Conan habe ich übrigens Bock. Ich will schon wieder weiterzocken, aber es geht nicht. So. Und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Erde, weil das finde ich hier so nicht schön. Ich möchte das hier so ein bisschen so machen. Und da muss ich gucken, boah, das muss ich alles flach machen dann, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich mir die ganze Erde herholen soll. Ich weiß es nicht. Mann, ich hab doch keine Ahnung. So, wir gehen erstmal wieder schlafen. Den kompletten Tag durchgezockt, auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen... wir gucken nochmal hier, dass wir vielleicht... Da ist nichts, ne? Nichts ist erwachsen hier, oder? Du? Ne, auch nicht. Machen wir uns doch noch mal ein bisschen Dünger. Oder habe ich vielleicht sogar Knochenmehl? Habe ich Knochen? Ich weiß es gar nicht. Wir können das auch mal sortieren hier. Ich habe gar keine Knochen. Habe ich die alle verballert oder was? Stimmt. Aber mit dem Weizen können wir ja noch mal. Ich habe so viel Weizen, ne? Und hier, ich habe auch eigentlich mehr als genug Zuckerrohr für den Anfang erstmal. Da werde ich irgendwann mal so eine automatische Bambusfarm machen.
die dann automatisch kompensiert alles, kompostiziert Dingens. Bummens. Na, wisst schon, was ich meine. Gut, und hier hatte ich gesagt, so, wo holen wir uns denn jetzt Erde her? Wahrscheinlich hier, ne? Wir müssen ja auch gucken. Ich will jetzt nicht alles zumachen. Ich will aber auch nicht direkt bauen dann irgendwann. Obwohl, ich will, glaube ich, auch gar nicht hier direkt auf dem Weg, also nicht hier so weiterbauen, sondern irgendwo hier an der Seite, ne? Wäre doch wahrscheinlich viel klüger, wenn ich irgendwo hier baue. Hier, so Richtung Wasser hin. Wäre doch viel schöner, ne? Dass man da hinten rausgucken kann auf den See. Dann lass doch hier mal ein bisschen... Aber wir haben jetzt auch nur 5 Erde dabei. Und das kann man ja vielleicht irgendwie mit einbauen. Dass man hier... Oh, ich habe die Idee, ey. Wir bauen das mit ein, dass man hier so hochkommt und hier dann das Schlafzimmer ist. Hier wieder so eine Gläserwand wie in Hexit. Dass man hier so auf diesen See gucken kann. Oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist eine coole Idee, wenn wir das Haus hier so bauen. Müssen wir mal gucken, wie groß wir das machen. Müssen wir halt nur hier ein bisschen zumachen. Aber dafür können wir ja mal irgendwo ein bisschen abseits oder so. Och, guck mal, ein kleiner Mini-Teich. Mit Kohle. Und außerdem will ich auch mal wieder eine Höhlentour machen, tatsächlich. Ich muss ja auch mal wieder ein bisschen Materialien farmen, ne? Gehen wir mal hier, guck mal da, können wir uns auch noch ein bisschen Kies mitnehmen. Und dann gehen wir da mal ein bisschen Erde farmen. Kann man ja mal freitags machen. Guck mal, kann man doch hier mal schön so ein bisschen, damit man das auch nicht so ganz so krass sieht, würde ich sagen. Bisschen Terraforming, bisschen platt machen alles. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Erde mit und dann füllen wir da vorne das Loch so ein Stück weit auf. Und dann machen wir zum Wasser hinten raus unser Haus. Da könnte man dann vielleicht auch so einen Steg anlegen, dass man vom Schlafzimmer aus zum Steg kann. Oder so ein Wintergarten, das muss noch nicht mal ein Schlafzimmer sein. Einfach so ein Wintergarten, wo man mit einer Glastür dann hier so raus kann, dann hier so einen Weg runter. Und dann kann man... Wow, Alter! Dann kann man hier so einen Steg anlegen. Oh, das wird so schön. Hör mal auf jetzt. Was ist denn los? Da ist er weggesprungen. Du auch. Ihr seid ja fast noch schlimmer als die Grillen. Mein Gott. Okay. Mit diesen verrückten Plänen in meinem Kopf, wie wir denn hier weitermachen, würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Und würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder, hoffe ich, in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und macht auch mal wieder das Glöckchen an, falls ihr mich abonniert habt. Das scheint mir nämlich wieder aus zu sein in den letzten Tagen. Da drüben ist ein Video zu sehen. 2 sogar. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!